Ich habe zwar vor einem Monat bereits über Render gesprochen, aber ich möchte dich nochmal auf das Potenzial dieses Projektes aufmerksam machen. Denn meiner Meinung nach ist Render ein No-Brainer. Render könnte in den kommenden 6 bis 12 Monaten von einigen riesigen Entwicklungen im Bereich AI profitieren. Und zwar besonders durch die wachsende Nachfrage nach dezentralisierten GPU-Ressourcen. Render stellt nämlich, wie du vielleicht weißt, eine der größten dezentralisierten Cloud-Computing-Plattformen dar, die sich eben auf GPU-Leistung spezialisiert hat. Ein entscheidender Faktor für die wachsende KI-Branche, wie ich finde. Und diese GPUs sind für das Training und auch die Ausführung von KI-Modellen unerlässlich. Schau dir doch mal einige der großen Player an. BlackRock, Microsoft und Nvidia, die arbeiten zusammen und planen bis zu 100 Milliarden Dollar in AI-Infrastruktur zu stecken. Und genau hier kommt Render ins Spiel. Lass uns aber mal ganz kurz auf die Technik schauen. Du hast ja sicherlich schon von Distributed Rendering gehört. Das bedeutet einfach, dass die Rechenleistung verteilt wird, um komplexe Grafiken oder zum Beispiel Videos schneller zu rendern. Genau das macht das Render Network. Und der Gründer von Render, der hat ja schon vor über 10 Jahren zusammen mit Nvidia an dieser Technologie gearbeitet, also lange bevor das Thema so groß wurde. Und Render ist ja nicht nur ein wichtiger Akteur im Bereich künstlicher Intelligenz, sondern profitiert auch von Solanas Blockchain-Ökosystem. Und das Spannende daran, Render war ja bereits schon auf 13 Dollar und könnte, wenn alles gut läuft, locker viel höher steigen. Und ich sag dir, Solana wächst gerade explosionsartig und wird einfach zum Hotspot für die ganzen Innovationen in Krypto. Solana ist ja bekannt für seine schnellen Transaktionszeiten und den niedrigen Gebühren, was es natürlich besonders attraktiv für Entwickler und uns Investoren macht, die eben auf der Suche nach neuen Möglichkeiten sind. Und wenn die ganzen neuen geilen Projekte sich auf dieser Blockchain befinden und wir auch noch von günstigen Transaktionen profitieren, dann ist es natürlich doppelt gut für uns. Viele Projekte, die in den letzten Monaten gestartet sind, setzen eben auf Solana, weil es so die perfekte Umgebung bietet, um schnell zu experimentieren und auch neue Anwendungen zu testen. Deswegen bin ich auch froh, dass Render zu Solana gewechselt ist. Vielleicht fragst du dich aber jetzt, warum sollte ich in etwas investieren, das schon eine Marktkapitalisierung von über 2 Milliarden Dollar hat? Die Antwort ist einfach, denke langfristig. Die meisten Leute suchen nach Mikroprojekten, um schnell das 100 Mal zu machen, aber das ist natürlich riskant und auch super selten. Bei Render hingegen setzt du auf ein etabliertes Projekt mit echtem Nutzen und echten Partnerschaften. Wenn du in diesem Zyklus mit einem soliden Coin wie Render Gewinne machst, dann kannst du diese in der nächsten Phase in auch riskantere Projekte stecken und dort dann eben größere Sprünge erzielen. Bevor ich aber zur Preisprognose komme, hier noch ein paar interessante Fakten zu Render. Denn Grayscale zum Beispiel hält Render in seinem dezentralen AI-Fonds und es macht hier auch 25% des Portfolios aus. Zudem wurde die allererste Anzeige auf dem berühmten Las Vegas Dome komplett über das Render-Netzwerk verarbeitet. Und das zeigt mir einfach, dass Render nicht nur theoretisches Potenzial hat, sondern bereits in der Praxis große Projekte umsetzt. Hinzu kommt, dass Microsoft und Google Render ebenso unterstützen, was hier seine Bedeutung in der Branche weiter unterstreicht. Und diese Unterstützung zusammen mit der Tatsache, dass Render von Otoy, einem renommierten Unternehmen für computergenerierte Grafiken entwickelt wurde, verleiht dem Projekt, wie ich finde, nochmal zusätzliches Vertrauen. Denn Otoy hat in Hollywood bereits mehrere Auszeichnungen für seine Arbeiten erhalten. Überleg einfach mal, früher brauchte man extrem leistungsfähige Computer, um Szenen für Filme oder Animationen zu rendern. Das dauerte natürlich ewig. Mit dem Render-Netzwerk kannst du diese Arbeit auf ein dezentrales Netzwerk von GPUs auslagern und in einem Bruchteil der Zeit erledigen. Ein weiterer cooler Fakt ist, dass das Render-Netzwerk eben für die Eröffnungssequenz der Serie The Last of Us verwendet wurde. Kommen wir jetzt aber mal zu meiner Preisprognose. Wie ich schon in meinem letzten Video erwähnte, ich denke, Render könnte wirklich sehr hoch steigen und ich könnte mir wirklich die 150 Dollar bei Render durchaus vorstellen. Und wenn du jetzt sagst, hey, boy, das klingt ziemlich verrückt, lass mich das mal ganz kurz erklären. Und wenn ich eine Preisprognose abgebe, dann meine ich damit immer das potenzielle Allzeithoch, also der Höchststand, den der Coin kurzzeitig erreichen könnte. Das bedeutet aber nicht, dass dieser Preis dann auch stabil bleibt. Oft sehen wir, dass der Preis nach einem schnellen Anstieg dann auch wieder zurückfällt. Deshalb ist es natürlich klug, etwas tiefer zu verkaufen. Für Render könnte das bei etwa 100 Dollar der Fall sein.
Ich persönlich nehme schon etwas früher Gewinne mit, bei 60, 70, 80, 90 immer mal ein bisschen und bei 100 könnte es wirklich ein sicherer Exit sein. Und wie du ja weißt, Render ist nicht nur im AI-Bereich stark, sondern wie ich vorhin schon erwähnte, auch fest im Solana-Ökosystem verankert. Und laut einem Bericht von Forbes, den ich erst vor kurzem gelesen habe, wird ein Teil der 16 Milliarden Dollar, die aus dem FTX-Insolvenzverfahren stammen, wahrscheinlich in Solana-basierte Projekte fließen. Und was ist so das führende Projekt auf Solana? Richtig, Render. Und was ich auch ziemlich spannend finde, ist, dass Render kürzlich eine Partnerschaft mit Blender bekannt gegeben hat. Das ist eine beliebte Open-Source-Software für Grafikdesign. Blender-Nutzer können jetzt die Leistungsfähigkeit des Render-Netzwerks nutzen, um hier schneller und kostengünstiger zu arbeiten. Bedenke, Blender hat Millionen von Nutzer und der Zugang zum Render-Netzwerk ist für sie dementsprechend ein echter Gamechanger. Eine weitere große Partnerschaft besteht mit Cinema 4D, einer Software, die vor allem in der Film- und Fernsehproduktion verwendet wird. Und hier sorgt Render dafür, dass der Arbeitsprozess einfacher und schneller wird. Und wenn das noch nicht genug ist, Render arbeitet auch mit Adobe zusammen. Otoys Technologie ist nämlich bereits seit über 10 Jahren in After Effects integriert. Was bedeutet, dass Render in die größten Tools für die Medienproduktion eingebettet ist. Zusammengefasst finde ich, dass Render einfach eine riesige Zukunft vor sich hat, sowohl im AI als auch im Solana-Ökosystem. Es gibt hier echte Partnerschaften, ein starkes Netzwerk und auch die Technologie wird aktiv genutzt. Ich persönlich freue mich schon auf die Gewinne, denn ich bin schon seit längerem in Render investiert. Ich habe ja schon vor Jahren über das Projekt berichtet. Deswegen bin ich wirklich gespannt, was uns erwartet. Aber denkt bitte immer daran, Gewinne auch wirklich zu realisieren, denn dann erst hast du sie auch wirklich in der Tasche und nicht nur, wenn sie quasi in deinem Portfolio als Zahl angezeigt werden. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag und wir hören uns im nächsten Video. Mach's gut!